Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn in der Stadt Astrion. Diese Stadt haben wir ganz neu im letzten Part erreicht und ich muss sagen, ich mag die Musik hier. Und ja, sind im letzten Part nur knapp dem Tode entkommen. Balnar und Elaine waren bereits in Starre verfallen. Und ich bin gespannt, was uns hier noch alles so erwarten wird. Deswegen, ich wollte eigentlich schon aufhören jetzt mit aufnehmen, weil wir haben jetzt 20 Uhr bei mir am Samstagabend. Und ich wollte auch eigentlich was anderes machen, aber es macht gerade so viel Spaß, dass ich einfach noch wahrscheinlich sogar eine ganze Stunde aufnehmen werde. Ich kann einfach nicht anders. Genügend Speicherplatz habe ich auch noch auf dem PC, also was soll's? Hallo! Habt ihr schon gehört, dass es am See westlich von Uria spuken soll? Das klingt ja interessant. Vielleicht sollten wir uns dort mal umschauen. Ihr wollt euch dort umschauen, du lieber Himmel. Ich sagte, dort spukt es. Na und? Ein Glück wohne ich weit entfernt und ihr solltet dort wirklich nicht hingehen. Wenn du meinst. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal, denn ich bin ein Vampir. Doch, ist ein einfach gehaltenes Zimmer hier. Aber ich glaube, das hier sind Schränke, in die ich mich reinsetzen kann anscheinend. So viele Bücher und keins davon interessiert mich. Hier auch? So viele Bücher interessiert mich nicht. So viele Bücher, keins davon interessiert mich. So viele Bücher. Ich finde die Musik echt geil. Ich weiß nicht warum, aber sie gefällt mir einfach. Blumentopf, Blumentopf. Oh, du bist aber hübsch. Hallo. Hey, Mädel. Ja, ist zum Glück echt ein Mädel. Was schafft mir die Ehre eures Besuchs? Wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Nun, ich habe leider keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Wenn du meinst. Blöde Kuh. Ich dachte echt am Anfang, die wäre noch freundlich, aber nö. Was ist das hier? Ein Bett, welches leuchtet. Warum auch nicht? Habe ich auch hier zu Hause. Mein Bett leuchtet auch immer. Oh, hier sind aber viele Höhlen, muss ich ja mal sagen. Interessant. Vielleicht gibt es hier auch einen guten Laden. Oh, was ist denn hier oben? Und es ist so neblig. Silent Hill ist grüßen. Okay. Bunte Wachsmalstifte, die hier aufgestellt sind, in Riesengröße. Was ist das hier? Ja, ich meine, was es ist, ist mir auch klar. In den Fässern ist aber nichts. Jedenfalls scheinbar nichts. Guten Tag. Hallo. Schauen Sie sich ruhig hier um. Ich bin etwas erkältet. Ich habe viele gute Waffen. Ich verkaufe dir erstmal meine Barren. Und den Lederschild kann ich dir auch verkaufen. Warte mal. Meine Liebe, Lederschild, bitteschön, den kannst du gerne haben. Ja, wie viel? Hab ja auch nur das. Wo sind denn meine Silberbarren? Hier. Vielen Dank. Hab ich mich immer gewünscht, ey. Was macht der Juckpulver? Der Juckpulver. Das Juckpulver eigentlich nochmal. Die Gegner werden rasant und blind. Hätte ich vielleicht mal eben einsetzen sollen. Das Bier kann ich zum Beispiel auch nicht verkaufen. Das wird garantiert auch mal irgendwann einen Sinn bekommen. Ich meine, das ist hatte außerdem auch noch ein Kreuz. Genau wie schöner Brief und Weltkarte. Also das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Talisman schützt vor Flucht. Schützt? Nee, vor Fluch. Nicht vor Flucht. Was lese ich denn hier? Ja. Hast du wirklich nur Waffen? Stahlkrallen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was Elaine für Krallen hat. Muss man eben nachgucken. Elaine, meine Liebe, was hast du für Krallen? Nee, du hast bereits Stahlkrallen. Gut, dann brauchen wir ja für dich gar nichts. Ansonsten noch eben hier checken. Das ist ein Eisenhelm, aber keine Stahlhelm. Wir können einen Stahlhelm noch tragen. Ja, wir haben auch nur einen Eisenhelm. Eisenrüstung. Nein, ich wollte... Hallo. Das wird dir bereits... Breitschwert. Wow. Natürlich nehme ich das Kristallschwert. Kann ich mal verkaufen?
Stahlschild hast du, aber kein keine Stahlrüstung. Okay, und du? Du kannst auch eine Stahlrüstung vertragen. Ich vergesse das ständig hier, deswegen muss ich mir eben aufschreiben hier. Stahlrüstung. Ich meine, wir sind ja jetzt reich genug, wir können uns das ja auf jeden Fall leisten. So. Stahlrüstung auf jeden Fall. Also du brauchst nur eine Stahlrüstung, ansonsten ist bei dir alles aus Stahl. So, gut. Nochmal der Reihe nach. Bei wem habe ich jetzt eigentlich geguckt? Bei Asuka, glaube ich. Ach, verdammt. Ja, du brauchst auf jeden Fall auch eine Rüstung. Und einen Helm auch in dieser Hinsicht. Und bei dir war was? Du brauchst auch eine Rüstung. Genau, ansonsten ist bei dir alles tippitoppi. Moment mal, Asuka hat sonst echt auch nichts mehr gebraucht? Ich kann es gerade irgendwie nicht glauben. Ich weiß, ich habe es mir gerade jetzt angeguckt, aber ich kann es mir nichts merken, wie gesagt. Nee, du brauchst echt... Okay. Okay. Alles klar, also dann dreimal Stahlrüstung und einmal einen Stahlhelm, bitte, meine Liebe. Reden natürlich, ja, seht euch rum, bla bla bla, kaufen. So, ich hätte gerne, Moment mal, du hast ja gar kein... Du hast ja gar nicht das, was ich wollte, du hast wirklich nur Waffen und keine... Boah. Ach, vergiss es. Verkaufen. Ja, die beiden Breitschwerter, die kannst du beide haben. Braucht kein Mensch. Vielen Dank. Den Eisenhelm, den kannst du auch haben. Braucht keiner. Ciao. Ich hoffe, ich finde noch einen anständigen Laden. Okay, scheint nicht viel zu geben. Zum Glück kommen hier keine Zusatzkämpfe, Zufallskämpfe. Ich habe echt Angst, in Höhlen zu gehen. Weil ich dann irgendwie gleich denke, da kommen sonst was für Gegner. Hallo, wer bist du denn in deinem schicken Trainingsanzug? Hi! Sucht ihr etwas in der Stadt? Puh, nein, eigentlich schauen wir uns nur mal um. Ach so, na dann viel Spaß dabei. Ja. Ich guck doch mal eben. Nein, ich habe Angst. Ich gehe hier noch nicht rein. Ich gucke mir die Höhlen ein anderes Mal an. Erstmal schaue ich mich nur in der Stadt um. Okay, da unten ist die Höhle des Anfangs. Hier sind noch ein paar Fässer, die darauf warten, von uns kontrolliert zu werden. Also nachdem ich jetzt im letzten Part fast gestorben bin, bin ich echt vorsichtig geworden. Ich will eigentlich ganz schnell nach Melsan zurück zum illegalen Händler und mir Bluttränke und alles Mögliche kaufen. Und überhaupt Heilung. Ich brauche dringend Heilsachen. Bäh. Hallo, ihr seid wohl neu hier in Asion. Die Stadt heißt nicht Asion, aber egal. Was? Kann man so sagen. Naja, viel... Dass du deine Stadt deinen eigenen Namen nicht kennst, finde ich gerade geil. Naja, viel gibt es hier nicht zu sehen. Aber dafür haben wir die Kirche, in der Vincent Waynard vor vielen Jahren seine berühmte Ansprache gehalten hat, was diese Vampire betrifft. Das ist ja interessant. Ihr wisst schon, der Anfang des Heiligen Kreuzzuges. Das war hier? Ja, ansonsten gibt es noch ein Tunnelsystem unter der Stadt. Aber da wimmelt es vor Ratten. Deswegen würde ich nicht unbedingt darunter gehen. Danke für die Auskunft. Ach, weißt du was? Es wird gerade Nacht. Dankeschön. Hier waren doch irgendwo noch unfreundliche Leute. War das hier? Ja, das war hier. Hey, du. Ein Antikrankheitsserum erhalten. Wie nett. Darf ich gehen oder da... Ich muss die Zeugen beseitigen. Scheiße! Ich wollte ihn eigentlich nicht umbringen, weil er war freundlich. Aber naja, okay. Es darf keine Zeugen geben.
ein Riesenschwert erhalten. What the fuck? Okay, was kann das? Wow, das ist ja noch besser. Nehme ich. Wer hätte gedacht, dass das besser ist als das Kristallschwert. Ich kann schon nicht mehr reden, weil ich so begeistert bin. Was, du kannst das Kristallschwert von Valnar gar nicht nehmen. Ach, ist ja schade. Und tut mir jetzt leid, dass ich den netten Kerl umbringen musste. Es tut mir jetzt echt so ein bisschen leid, aber naja, hey, okay. Oh, habe ich das fast kontrolliert da oben? Geh doch mal hier. Geh doch mal hier. Also ich bin nicht wild darauf, diese Höhlen hier zu erkunden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hey du. Blonde Frau. Hallo. Hallo. Sag mal, wo finden wir hier ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft? Es gibt hier eigentlich nur ein einziges Geschäft hier. Ein Waffengeschäft, und so gut ist das wirklich nicht, aber immerhin. Und wo finden wir das? Da waren wir doch schon. Auf der anderen Seite der Stadt, im westlichen Teil. Gut, danke. Bäh. Das wollte ich gar nicht. Nee. Astion, ja. Was ist hier? Oh. Mal sehen, was ist hier? Oh. Kann ich dir vielleicht mein Bier geben? Hallo, kann ich euch etwas anbieten? Höchstens ein paar Informationen. Was wollt ihr denn wissen? Vielleicht, wo man etwas Geld verdienen kann. Wir sind ja so arm, wir sind ja nur reiche Schweine. Also, wo ihr Arbeit findet, kann ich nicht sagen. Also, ich brauche hier auch keine Unterstützung, aber es heißt, westlich von hier im Wald, da soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Aber es habe schon viele nach ihm gesucht. Ein alter Piratenschatz klingt interessant, danke. Keine Ursache. Manche Leute sind ja doch echt nett. Zach. Entschuldigt, aber ich möchte in Ruhe mein Bier genießen. Natürlich, entschuldige. Kann ich verstehen, mein Freund. Auch wenn ich keine Bierliebhaberin bin, sag ich mal, ich trinke lieber andere Sachen, aber was soll's. Oh, eine einsame Frau. Soll sie unsere neue Gefährtin werden? Oh, ich werde wohl nie einen Mann für mich finden. Oh, so habe ich auch damals lange Zeit gedacht, Süße. Aber melde dich doch auf irgendeinem Datingportal an, da findest du garantiert den richtigen. Hat mir auch geholfen. Lustigerweise, obwohl ich davon allgemein überhaupt nichts halte. In dieser Stadt sind alle nur Waschlappen und Widerlinge. Du bist wohl verzweifelt, was? So kann man es sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur abartige Männer gehabt. Alle wollten nur das eine und sonst nichts. Furchtbar. Keiner wollte romantisch mit mir essen. Niemand wollte abends mit mir die Sterne anschauen. Niemand! Du solltest vielleicht mal in anderen Städten dich umschauen. Ich empfehle Shannar, eine kleine Stadt weit im Süden. Da ist doch keiner mehr. Shannar? Ich habe schon davon gehört. Und ihr meint, dort finde ich meinen Traummann? Vielleicht, aber in Astion bestimmt nicht. Ihr habt recht, vielleicht morgen werde ich nach Shannar reisen. Hab Dank. Sollte ich lieber nach Klenna reisen, das sind wirklich nette Leute. Also wirklich, Aska, was soll das denn? Du bist so gemein. Ja, was wollt ihr von mir? Gibt es irgendetwas Besonderes in letzter Zeit? Eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass jetzt angeblich Schiffe voller Reichtümer über die Meere segeln. Da haben wohl einige Händler viel zum Handeln. Händler viel zum Handeln. Na gut, ich gehe mal wieder. Hier kann ich nicht einfach so hin. Nein, Erhöhung. War mir klar. In der Höhle war ich, glaube ich, schon ganz kurz. Die Höhlen sehen wir uns echt ein andermal an. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Und vor allem großen Respekt. Nein, okay, ich gehe zuerst hier rein. Ach! Hallo, Pater! Hey, rede gefälligst mit mir, Pater! Ich hoffe, das gibt mir keinen Schaden, wenn ich mit ihm rede. Willkommen in unserer Der sieht ganz genauso aus wie dieser Pater Wolfgang oder wie der da hieß in Holy Trinity. Willkommen in unserer Kirche. Der bekanntesten Kirche überhaupt. Wieso bekannt? Wieso bekannt? Weil hier vor etwa 400 Jahren
unser Erlöser Vincent Waynard seine Rede gehalten hat, mit der er den Heiligen Krieg begonnen hatte. Deshalb. Das war genau hier? Ja, genau hier. Und wir haben alles so gelassen, wie es vor etwa 400 Jahren aussah. Deswegen ist es hier auch ein bisschen leer für meinen Geschmack. Aber Vincent wollte diese Schlichtheit. Kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht... kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht besonders wohlfühle. Wie meinen? Ach, er meinte, es geht ihm nicht gut. Deswegen werden wir uns jetzt verabschieden. Oh, na schön, aber komm bald wieder. Nein. Ach du Scheiße, der Papst oder was ist das hier? Naja, Bischof. Willkommen, meine Kinder. Wenn ihr Frieden sucht, seid ihr hier richtig. Betet und befreit euch von euren Sünden. Spendet und befreit euren Geist von der Geißel der Bosheit. Nun, wir wollen die Kirche nur mal besichtigen. Vor langer Zeit... halt doch die Klappe. Vor langer Zeit hielt der große Vincent Waynard hier seine einzigartige Rede. Wissen wir. Er wurde damals zum Hohepriester ernannt und blieb dies auch lange nach seinem heiligen Kreuzzug. Er lebte unglaublich lange, so etwa an die 200 Jahre. Gott persönlich schenkte ihm dieses lange Leben. Er regierte weise über die Kirche und die Menschen, doch eines Tages verstarb auch er. Möge seine Seele den ewigen Frieden gefunden haben, doch er hielt noch eine letzte Rede, bevor seine Seele in den Himmel flog. Eine starke Rede, eine himmlische Rede, eine unglaublich geile Rede. Er sprach von einer Reinkarnation, einer wunderbaren Wiedergeburt, seiner Wiedergeburt. Oh, wie wir alle beten, dass dieser Tag bald kommen möge und er uns in ein weiteres, wunderbares Zeitalter führt. Eine Wiedergeburt? Vincent Waynard? Ja, aber ich denke, er wird wiederkommen, wenn das Böse wieder auf Erden weilt. Doch möge diese Zeit auf immer fernbleiben, wenn du wüsstest, wen du vor dir hast. Wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Wie meint ihr das? Ihr wisst schon, das Böse, die Vampire, die Kreaturen der Nacht. Vincent hatte sie vor 400 Jahren alle getötet. Ohne Gnade metzelte er sie nieder. Nein, er hat Abraxas vergessen. Kein einziger Vampir überlebte, und doch weiß man bis heute nicht, wo sie überhaupt herkamen. Und so ist die Kirche der Ansicht, dass eines Tages die Vampire wiederkommen werden und dass an diesem Tag der Heilige wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen. Scheiße. Und die Vampire erneut zu vernichten. Die Vampire vernichten? So. Wenn du wüsstest, dass genau in diesem Moment drei Vampire in deiner Nähe stehen. Hab ich mir auch gerade gedacht, Aska. Aber ihr seht ehrenhaft aus. Das ist schön. Deswegen möchte ich euch um etwas bitten. Was denn? Spendet! Die Kirche vermisst ein wertvolles Kreuz. Ich soll für die Kirche ein Kreuz holen als Vampir. Geht das denn? Wir wissen nicht, wie es abhanden kommen konnte oder wer es gestohlen hat. Vielleicht hat das Verschwinden von Schwester Miriam damit zu tun. Sie hatte das Kreuz zuletzt bei sich. Und damit die Gläubigen zu segnen, um damit Gläubigen zu segnen. Würdet ihr das Kreuz und damit auch Schwester Miriam suchen und wieder hierher bringen? Klar mache ich das. Das schreibe ich mir gleich mal auf meinen kleinen Zettelchen. Auf meinen kleinen Zettelchen, ich nix Deutsch, das Spiel steckt an. Das war jetzt in Astion, heißt der Ort, ne? Ja. Astion, Strich. Und dann Kirche. Bischof. So, für dich sollen wir also Schwester Miriam finden. Schwester Miriam. Finde Strich. Kreuz. Okay, aufgeschrieben. Natürlich. Wir machen sogar für die Kirche Aufträge. Oh, ich danke euch. Leider haben wir keine Ahnung, wo sie sich gerade aufhalten könnte. Sie wird leider schon seit einigen Wochen vermisst und wir befürchten das Schlimmste. Wir werden nach ihr Ausschau halten. Gott segne euch. Gott segne uns. Pass auf, was du sagst, Fettsack. Stimmt, das wäre irgendwie ein bisschen tödlich, wenn Gott uns segnen würde, glaube ich, ne? Ach nee. Naja. Aber die Kirche ist wirklich ziemlich schlicht. Hier gibt's irgendwie nix. Ich nehme mal an, dass Schwester Miriam in den Himmeln ist. Also würde ich jedenfalls wirklich mal ganz stark annehmen. Das könnte sehr gut möglich sein. Und hier bin ich wieder hier.
Ah ne, hier war ich ja noch gar nicht. Okay. Naja, ich... Habe ich das fast schon kontrolliert hier vorne? Ich weiß es nicht. Oh Mann, beinahe. Oh Mann. Ich hoffe, dass ich sie finden werde überhaupt, dass ich sie retten kann. Denn Gewissheit gibt es dafür ehrlich gesagt nicht. Und ich muss mich vorher eigentlich dringend eindecken. Ich traue mich eigentlich gar nicht, in die Höhle zu gehen, aber... Naja, es wurde ja gesagt, als Fledermaus oder Wolf verwandelt, da... ist es nicht so gefährlich. Daher denke ich, das auch gleich mal zu tun, aber vorher werde ich speichern, weil ich echt Angst habe. Und ich habe ja genug, ne? So ist es ja nicht. Speicherstein. Blut wird fließen, aus welchem Leib auch immer. So sieht's aus. Auf Spielstand 2. Okay, ihr Lieben, dann werde ich hier jetzt einen Cut machen und dann in der nächsten Part, denke ich mal, tatsächlich in die Höhlen gehen. Von daher drückt mir die Daumen, dass wir wirklich da heil durchkommen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.